Hallo und willkommen zurück zu Ghost Control Inc. Und wir gehen jetzt in die nächste Mission. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche Mission das war. Wenn uns die Steuerung lässt. Das sieht mir aber gerade nicht danach aus. Ein kopfloser Reiter galoppiert mit seinem Pferd durch mein Wohnzimmer. Hilfe! Klingt so, als ob sie einen Cowboy benötigen. Nein, das habe ich schon versucht, aber der Cowboy hat auch seinen Kopf verloren. Bitte kommen Sie schnell, das klingt etwas zu schauerlich für uns. Prima, dann hätten wir gleich zwei Geister zu schnappen. Schön unterwegs. Ich will dahin. Das macht keinen Sinn. Okay, los geht's. Dann sind wir jetzt anscheinend... So sieht die paranormale Realität also aus. Sind wir da oben anscheinend angekommen. Also dieses Wechsel von Zielen, das funktioniert hinten und vorne nicht. Sensor verwenden. Zwei Geister nur. Okay. Sehr unwahrscheinlich. Dann wechseln wir dort. Batsch, batsch. Ein Poltergeist. Aha. Elf ausweichend. Aha. Ich würde sagen, machen wir erstmal. Beim nächsten Schuss könntest du es ruhig einmal mit Zielen versuchen. Nimm das, Froschgesicht. Oh Gott. Wer hat denn gesagt, dass du schießen sollst? Oh Gott. Moment, mach ich den Schaden hier. Verflucht. Okay. Beim nächsten Schuss könntest du es mal mit Zielen versuchen. Helden. Jetzt müsste man natürlich da auch die nächste Falle drunter legen. Sehr gut. Levelaufstieg haben wir außerdem. Ja, da warten wir einfach mal, bis der auf uns zuläuft, würde ich sagen. Gesagt, dass du schießen sollst. Eingetütet. Und wieder einer weg. Aha. War jetzt aber auch nicht so super lohnend. Da unten haben wir noch einen. Jetzt würde ich bitte zu meinem Haku. Vielleicht, wenn wir mit der anderen Ansicht spielen, dass es besser funktioniert, weil das hier scheint irgendwie ein bisschen Bug zu sein, sage ich mal, mit der Übersicht. Da zeigt er halt was an, was nicht der Fall ist. Wir haben auf jeden Fall eine Mission gemacht, wo nur ein Geist war. So. Der hatte wieder was fertig. Improved. Objekt nehmen. Dann können wir hier auch wieder schön austauschen.
So. Und dann könnten wir... Na, wobei, davon habe ich noch zu wenig. Verbessern wir das einfach. Haben wir nichts anderes. So. Jo. Jo, der ist jetzt auf Stufe 2 gestiegen, aber das ist alles automatisch. Dann macht man leider nichts. Ich speichere nochmal. Ja, wir könnten theoretisch umziehen. Das würde wohl nicht wehtun. Aber das Scrollen ist etwas lästig hier. Ghost Hunting News, Alarmmeldung, neue Geister gesichtet. Aus verschiedenen Quellen häufen sich Meldungen, dass es zu ungewöhnlichen neuen Spukerscheinungen gekommen sein soll. Bisher unbekannte Geistertypen wurden nahe der Themse gesichtet. Verzweifelte Geisterjäger mussten die Gegend unverrichteter Dinge wieder verlassen und riefen die Hersteller von Ausrüstungsgegenständen auf, stärkere Waffen zu liefern. Die National Science Association NSA wies darauf hin, dass dies durchaus ernst zu nehmen sei und die Geisterfänger gut beraten wären, ihre Ausrüstung und Vorgehensweise der neuen Situation anzupassen. Mhm. Nee, jetzt stecken wir hier genauso fest. Das ist doch scheiße. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ich bin doch gar nicht am Fahren. Ich stehe da blöd rum. Na, da bin ich gerade gefahren. Das hat sich noch nicht bewegt. Das ist sehr seltsam. Los geht's. Ist schon Mitternacht? Alte Shift gedrückt, um... Achso. Den Sensor hatte ich nicht in die Hand gelegt. Fünf. Was da angezeigt wird, ist sinnlos. Ist sinnlos, ja, sehr schön. Ich glaube, der Ghost Duster wäre jetzt wirklich nützlich. Nein, nicht jetzt. Ja. So. Acht. Wir könnten auch da hin und eine Falle auf den legen. Aber getötet bekommen wir den auf keinen Fall, das ist das Problem. Wir könnten frontal drauf. Ja, machen wir. Vielleicht treffen wir einmal. Immerhin. Sieht gut aus. Verflucht! Nimm das! Nein! Na also. Nehmen wir das Ding wieder auf. Das war das falsche Licht. Da ist jedenfalls nichts. Nichts mehr.
Da waren ja aber jetzt zwei. Und der hält aber nur 6 aus. Ich brauche auf jeden Fall zuverlässigere Fallen. Rolle, alles unter Kontrolle. Das ist schlecht. Hält 11 aus. 11 aus. Ach, verdammter Mist, okay. Treffer versenkt. Oh, nicht ganz. Oh, oh. Ist alles Nahkampf hier. Geh mal mit dem mal stiften. Ach, weil das blockiert ist. Okay. Damit habt ihr nicht gerechnet. Okay. Ich habe aber keine Fallen mehr übrig. Erwarten. Wir müssen also diese Falle da drunter legen. Holle, holle! Alles unter Kontrolle! Ja, hat schön Asche gegeben, aber meine Leute sind fast im Arsch. So. Dann müssten wir nach da unten. Oh, und zur Tankstelle. Jetzt wird es wieder kompliziert. Ob ich da hinkomme? Das ist doch scheiße. Wieso? Sobald man da einmal irgendwo was anders hinklickt, ist er quasi kaputt. Oder der braucht Stunden, um sich zu drehen. 390. Ja. Okay. Dann sollte ich mal wieder zurückfahren. Und die Geister ausleeren. Wobei. Ich guck mal, ob ich da jetzt hinfahren kann. Ich sollte nämlich mehr Tanks kaufen, wo ich die Geister ablegen kann. Das ist im Moment mein... Ja. Plötzlich krabbeln überall in unserem Restaurant Ameisen herum. Seltsam, wir sind in Kürze bei Ihnen. Das ist da oben, perfekt. Wenn wir denn rechtzeitig da sind. A trap, no ghosts. Das ist auch das, was ich schon gekauft hatte. Sie hat einen breiten Wirkungsbereich. Netzwerken immer ganz anders. Ich kaufe mir eins mal davon. Und dann geht's nach da oben. Naja, das kriegen wir nicht, weil wir erst die Geister ablegen müssen. Ich verstehe aber auch nicht, wieso der jetzt hier wieder, wieso seine Werte so kaputt sind.
Der wurde doch gerade erst geheilt, oder sehe ich das falsch? Ja, Objekt nehmen. Die können jetzt ein paar von den Sachen nehmen. Das können wir einfach mal ausprobieren, was jetzt passiert, wenn man das... Wir haben verbleibende Kapazität 4. Und Geistenergie auf 2 erhöht. Das hat eine höhere Fangchance. Machen wir das. Oder liegt das einfach daran, dass die überlastet sind? Naja, wenn ich die leer mache, hat die immer noch den Malus. Verstehe ich nicht. Habe ich nicht. Ja, speichern wir. Jo. Und dann... gehen wir auch schon auf die nächste Mission. Oh, da haben wir aber fast voll. Elektromotor. 50 können wir nur. Dann verkaufen wir mal 10. Kriegen wir nochmal Geld für. Dann würde ich sagen, fahren wir mal dahin. Und versuchen, gucken wir mal, ob wir da was Neues kaufen können. Nicht wirklich. Ich glaube, dass in meiner Küche ein Geist ist. Mit diesen Geistern nehmen wir es auf. Wir sind in Kürze einsatzbereit. Da oben. Hier gibt es jedenfalls noch nichts Neues. Geht's. So, nun mal etwas Ordnung hier. Übernatürliches nach links, Katzen, Hunde und Kinder nach rechts. Dann machen wir erstmal wieder Sensor-Dings. Zwei Geister nur. Okay. Ich glaube, das mir mal gerade wieder auf. So, Sensor-Dings hatten wir an.
65% Chance. Gehen wir erst nach unten. Hallo, ist nix. Hallo, und wieder zu. Nochmal schießen und dann die Tür zu machen. Mit dem Gedanken, dass der da hinkommen könnte. Ja, machen wir so. Hat natürlich nicht funktioniert. Ist der Herr wieder? Wahrscheinlich. Okay, können wir diagonal quasi rüberschießen. Ich beam dich dahin zurück, wo du hergekommen bist. Nicht im Sichtfeld. Da hätten wir mit der anders schießen müssen. Ja, okay. Verflucht! Dum 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 dum. Levelaufstieg. Schleimbeutel. Schleimbeutel. Komm her. Will er nicht. Doch. Erwischt. Ich kam, ich sah, ich siebte. Ich siebte. Trap wurde aufgehoben. Schließen. Das war dort. Dann müssen wir erstmal wieder zum Tank. Das waren jetzt auch nur Skelette. Wie hießen die? Klappermann. Okay. Benötige Zeit, eine Stunde. Erfolgreich beendet. Objekt nehmen. So, maximale Geisterenergie 3. Ja, machen wir die Zuverlässigkeit auf jeden Fall erhöhen. Mhm.
Verflucht. Ja. Jo, da haben wir noch. Müssen wir beim nächsten Mal wieder verkaufen. Acht. Speichern. Machen wir noch eine Mission. Achso, wir können hier noch bei der Tante erstmal wieder das hier so machen. Jo, sehr schön. Ein seltsamer Wind bläst durch die Tischdecken in unserem Restaurant. Dafür sind wir. Sie benötigen professionelle Hilfe. Nehmen wir den. Restaurant. Perfekt. Wobei, können wir auch direkt nochmal speichern. Ja. Das Quartier da unten zu haben, hat noch den Vorteil, dass es zentraler liegt. Wir gehen erstmal dahin. Und wenn es nur minimal auftanken ist. Also. Naja, das war nix. Aber wenn wir schon mal hier sind, ich glaube, das kaufe ich jetzt einfach. Lagererweiterungen 3. Lagerplätze. Fahrzeugklasse 4. Machen wir einfach jetzt. Einziehen. Gut gemacht. Du hast folgendes Missionsziel geschafft. Miete eine große Zentrale. Jetzt geht es weiter mit Besitzer 8000. Na gut, das ist wohl auch kein Problem. Teamraum. Mhm. Können wir das nächste umsetzen? Wobei, machen wir ein bisschen anders. Mal gucken, ob man das improven kann. Auch interessant, dass wir hier schon direkt ein Labor haben. Kann man nicht verbessern. Machen wir einen Trainingsraum. Ach, kann man nur, okay. Dann heuern wir uns hier noch einen an. Schläger. Die sind jetzt alle Stufe 2. Die Schläger sind dann wahrscheinlich dafür da, dass sie die Fallen legen. Nutzt aber alles nicht viel, wenn die keinen Geisteszustand haben. Haben die aber auch nicht, okay. Roger Rapid. Ja. Und Geisterfänger, der Roger. Mhm. 69 Stunden. Aha. Was diese Werte halt bedeuten, was die Moral jetzt genau bedeuten soll, habe ich noch immer keine Ahnung. Oder was Intelligenz und Konstitution. Gut, mit Konstitution kann man anscheinend sich schneller bewegen. Boah, mach mal. Okay, dann
30. Jawohl. Haben wir Minus. Aber das sollte wohl kein Problem sein, das in der Zeit wieder rauszuholen. Was ich jetzt hier noch machen wollte, war einen von diesen Dingern darüber zu geben. Ja. Dann kommt wohl als nächstes das Auto dran. Wo haben wir denn hier unseren Safe zum Speichern? Da. Zur Not könnten wir auch noch Ektoplasma verkaufen. Ist das zur Not wahrscheinlich? Muss ich das jetzt sogar machen? Weil das Ding voll ist. Ne, das ist noch Platz. Haben wir einen Auftrag? Nö. Aber hier können wir sehr elegant überall hinfahren. Na gut, das ist ein bisschen weiter weg. Da fliegt ein Zeppelin. Dann würde ich sagen, fahren wir nochmal die Läden ab. Ah, alle Geisterfänger wurden geheilt. Das passiert. Ne, keine Ahnung, wann das passiert. Hier ist jedenfalls immer noch nichts Neues. Annehmen. Guten Tag, ist der Ghost Control. Ich habe einen Geist in meiner Mikrowelle gesehen. Diese Geister sind noch verrückt. Wir können da ganz sicher was machen. Auftrag annehmen. Wohnhaus. Sehr schön. Rüste dein Team auf, aus und los geht's. Los geht's. Etwas unheimlich ist es hier schon. Ach was. So. Da Sensoren. 5 Geister gemessen. Schreibe ich mir gerade auf. Da müssen wir gerade wieder die Falle wechseln. Jo. Weg ist blockiert. Na, ist ja schön. Hab ich jetzt, kann ich genau gar nichts machen. Okay. Ich bin verwirrt. Ich weiß. Fallt nicht drauf rein. Nur ein Schatten. Streuend. Nicht streunend. Naja, wenn die aber jetzt schießt, die muss die sich erst noch bewegen, damit der andere auch dahin kann und schießen kann. Sehr unwahrscheinlich. Der kann sich aber auch noch weiter bewegen. Dann machen wir das so. Das war schon mal nichts. Na, wie schmeckt's? Ja, geht so. Treffer. Versenkt. Da ist auch noch einer. Hier zeige ich, welche Talente in England verborgen sind. In England. So. Da können wir aber leider nicht nochmal angreifen, aber vielleicht saugt es den jetzt trotzdem ein. Nein, sorg ihn doch ein.
So. Ah, ich hätte wahrscheinlich auf den schießen sollen. Naja, es ist zu spät. Machen wir den hier. Auf Range angreifen, aber mir passiert einfach auch zu wenig. Also vom Schwierigkeitsgrad habe ich das Gefühl, dass man im Moment zumindest auch überhaupt nicht failen kann. Beim nächsten Schuss könntest du es mal mit Zielen versuchen. Volle Holle, alles unter Kontrolle. Dann sammeln wir das mal wieder ein und dort auch. Zack. Ja. Warum denn nicht so, ne? Es scheint aber auch nur noch der eine zu sein. Hab nicht mitgezählt. Sind zwei. Okay. Ich gehe da mal wieder. Ob der jetzt durch die Tür kommt. Nein. Da kommt er. Oder auch nicht, aber jetzt ist er zumindest so nah dran, dass wir dem die Falle vor die Nase legen können. Das war nichts. Dir gebe ich auf die Mupfel. Auf die Mupfel, genau. Holle, holle, alles unter Kontrolle. Unwahrscheinlich, aber der müsste jetzt tanken, weil die kaputt ist. Naja, wobei es relativ. Ich tausche die aber mal aus. Besteht zumindest eine Chance, dass der jetzt da drauf läuft. Ja, wunderbar. Das waren sie. Ist in der Falle. Jetzt klatschen mal alle. Jo, wunderbar. Wieder 1000. Ghosts Hunting News. Kurz vorgestellt: Moonshine Systems Co. In unserer Reihe zu Herstellern von modernen Ausrüstungsgegenständen möchten wir heute Moonshine Systems Co. vorstellen. Alles läuft dort getreu nach dem Motto, hinter uns steht der wahre Geist der Erfinder. Das bekannteste Produkt der Firma ist der Dimension Transporter. Spezialgebiet, kreative Firma mit ungewöhnlichen Geräten für ungewöhnliche Einsatzgebiete. Dann gehen wir mal erstmal in Saku. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Kohle. Damit wir hier auskommen sollten. Approved. Objekt nehmen. Können wir das nächste improven. Zack, zack. Ja, mach mal. So. Die darf hier wieder wechseln. Und dann speichern wir ihn auch wieder. Hier war aber jetzt auch kein Raum mehr, den wir ausbauen konnten, oder? Stand zwar, glaube ich, Räume 3, aber... Okay, wenn wir da noch einmal was
haben, dann ist voll. Also mach mal lieber... Ah, aufwerten für 2000. Speicher erweitern. Aber dann könnten sein, dass wir pleite sind. Also verkaufe ich mal lieber erstmal was. Ins WC können wir nicht. Ich weiß auch nicht, wozu man das... Naja gut, vielleicht hat man dann noch andere Möglichkeiten. Ja, die ist ein bisschen angeschlagen. Wir bräuchten mal so langsam dann auch ein neues Auto, wo wir 3 Leute reinstecken können. So, Save, speichern. Jawohl. Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn!